Hallo und willkommen zu einem ersten Einblick ins Spiel Black Myth Wukong. Und dann kann's auch direkt losgehen. Neue Reise, ich weiß gar nichts vom Spiel. Gerade heute, am Tag dieser Aufnahme, ist es rausgekommen. Schauen wir mal, wie es läuft. Es wurde zwar sehr stark ein Controller empfohlen, aber ich würde es trotzdem gern mit Maus und Tastatur zuerst probieren. Wenn das nicht so gut klappt, kann ich aber jederzeit umsteigen. Schauen wir mal. Das sieht aber schon genial. Oh, ich hoffe, den muss ich nicht auf die Fresse hauen jetzt. Bruder, lass mal gut sein. Oh, wir sind ein bisschen zu klein für den. Oder auch nicht. Ab und zu habe ich gerade Audio-Aussätze. Ich hoffe, die kriegt ihr nicht mit. Muss ich mal schauen. Na gut, hau mal den auf die Fresse. Die sehen aber wütend aus. Und die sehen ulkig aus. Ja, doch nicht so ulkig. My master. Safe. The scriptures sound. Supi. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. Red mal ein bisschen lauter, die Großen hören dich bloß nicht. They send you and those knuckleheads to threaten me, to obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Tja, da ist er sprachlos. Hey, wer ist die Frau? Das ist aber ein süßer kleiner Hund. Ja, ist der nett? Oh, lass dich mal streicheln. Ich hatte auch mal so einen Hund, der so gedonnert hat. Oh, ist das putzig. Ist das das Schwert von Gryffindor? Wer ist jetzt das? It's not just any monkey. He's a monkey of merit. A ja. Monkey was made Buddha once. Okay. Ich bin der beste Affe wirklich. None other than me can challenge him to a duel. Was macht die Vagina da auf deiner Stirn? Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the celestial court. They will stay. And level your mountain. Nein, mein Berg. But if I lose, I shall certainly take revenge. And they will level your mountain nonetheless. Das klingt jetzt nicht fair, Vagina-Stirn. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. Dann mach's nicht. Das ist deine Entscheidung, das zu lassen. You bend the knees. Admit the wrongs, and we can put this behind us. All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained.
Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack? Ach, das soll ein Auge sein. Allow you to keep the other two. Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Gute Aggression. Those above and that black mutt of yours. Come at me, all of you. They gave you no chance, yet you spurned each one. Such gratitude. Ausweichen. Weich mal aus, Kollege. Ich bin die Ausweichtaste. Ganz cool. Ach, Space ist ausweichen. Stirb! Stirb schneller! Das ist echt relativ cool, auf dieser weichen Wolke zu kämpfen. Du stöhnst ja ganz schön. Was ist los, Kollege? Was ist das? Aha! Meine Armee von Affen. Wollte ich schon immer mal haben. Komm, wir kriegen ihn. Mal jetzt passiert. Komm zurück, du Feigling. Ah, da ist er ja. Na, Donnerwetter. Victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. Das stimmt. Ich weiß noch nicht, was ich von der englischen Stimme von meinem Affen halte. Könnte ein bisschen tiefer sein. Nein! Komm schon, mach mal ein bisschen Damage. Dankeschön. Oh, diese flauschigen Wölkchen, ich mag das. Wenigstens, wenn wir auf die Fresse kriegen, landen wir so weich. Nein, nein, nein. Muss nicht sein. Oh. Mach doch sowas nicht. Schwerer Angriff. Leichte Angriffe. Leichtes Ausweichen, schweres Ausweichen. Au! Ich hab dir nichts getan. Ich will dich nur umbringen. Oh, der weicht auch aus. Das ist unfair. Geht eigentlich mit Maus und Tastatur? Nein! Wieso wurde ich aufgespießt? Your escape was priceless. And your defiance. Ja, sag der Richtige. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Komm, stich ihn mal. The Celestial Court ist das cool. You foul monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. Das Kämpfen macht echt Spaß. Dear brother. Your edge needs homing. Good. I was in need of a back scratcher. So ein Rückenkratzer ist doch immer gut. Nein, nein, nein. Mach doch sowas nicht. Kann mich ausweichen. Du bist ein Arsch. Was war das? Komm schon! Mach ihn fertig! Kann ihn ja auch blocken. Affenarmee! Schützt mich vor dem wild gewordenen Flankier! Komm, wir haben's fast! Schön auf Schritthöhe immer drauf dingen. Bestimmt sehr effektiv.
Das ist, glaube ich, Schutz, was ich da mache auf mich. Na also. Nein! Das wird wunderbare Thumbnails geben. Und Screenshots. Boah, ich bin begeistert bis jetzt. Will aber auch mal was vom Spiel sehen. Also, mehr Gameplay. Oh, weichet Abschaum. Ah, dem Großen muss wohl jemand wieder hochhelfen. Ach komm, ich hatte den anderen Typen fast down. Mischt euch doch nicht ein. Foul Monkey! Taste my axe! Nein, danke. Oh oh. Nicht mein Berg! Ach, du Wichser! Rat! You call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. Kein Affe mehr. Der auch nicht. Ich bin der coolere Vogel. Was geht los? Die Performance ist noch ein bisschen weird. Vor allem stört's mich, dass mein Sound ab und zu weg ist. Jetzt ist er wieder da. Sorry, das ist ungewöhnlich. Wird bestimmt im... Oh, der Baum. A hero who treasured his freedom above all else. Ja, so sieht's aus. He attained, yes. But cumbersome, he found the celestial rules. Ich mag keine Regeln. To come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. Irgendwie sowas hatte ich angenommen. Bin das ich in Steinform? Mach doch mal deine Fingernägel kürzer. Und du hast zu viel masturbiert wegen den ganzen Haaren auf der Kralle, auf der Pfote. Countless days on the mountain. Since my youth, they've said that his remains lie within it. Unbegotten, undying. Such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands, I cannot. Aber einer von uns kann das, oder? Ich kann das. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return...
return of the relics to Mount Tuago, he may yet rise again. Ja, kriege ich hin. Was machen wir mit dem Rest des Tages? Welt sieht schon mal cool aus von dem, was ich hier sehe. Und das Kämpfen hat sich echt gut angefühlt. Obwohl ich keinen Controller verwendet habe. So. Ich hoffe wirklich, die Audio-Aussetzer. Muss mal schauen, ob sie auf die Aufnahme übergetreten sind. Kapitel 1. Schwarze Wolken, rotes Feuer. Menschen leben für Geld. Wo kann ich unterschreiben? You see, what bliss my fate shows. Das ist ein sehr haariger Apfel. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. Okay, haariger Pfirsich. You sneaky rascal, dare fool me? I'll make sure you regret it. Warum? Ich bin gern Pfirsich in meiner Freizeit. Hättet ihr einfach mal nicht abgebissen. So, wollt ihr noch was sagen? Nee, weil ihr tot seid. Da ist eine Höhle. Ich schätze, da soll ich nicht reingehen, aber Felsspalten ziehen mich magisch an. Es sei denn, die lässt mich nicht rein. Ja, Steuerung merkt man ein bisschen, dass es nicht für die Tastatur ausgelegt war. Ist nicht schlecht, ist nur anders. Also. Kann ich da was aufheben? Schöne Mohnblume. Was bist du? Gereifter Ginseng. Jojo. Hey! So, was ich gern mache, ist einmal ins Inventar schauen. Habe ich noch nicht. Und ich habe auch keine Karte im Moment. Hilft mir immer, mich zu orientieren, was für Skills es gibt, was für Gebiete es gibt. Aber geht wohl noch nicht. Sind noch direkt am Anfang. Ah, es geht in beide Richtungen runter. Gedrückt halten, um aufzuladen und Fokus aufzubauen. Aha. Aha. Ich würde sagen, das hat halbwegs funktioniert. Hey. Nicht während ich am Boden liege. Steinseele und Geistessenz. Willst du auch aufs Maul? Wer will aufs Maul? Oh, das ist cool. Hier mit meiner Geistessenz. So, erstmal das Kistchen öffnen. Oh, da ist viel Gold drin. Na, winziges Goldstück anscheinend nur. Und Questmarker irgendwie. Genau da wollte ich hin. Wieso? Au, oh, mein Haar. So, jetzt haben wir ein Räucherstäbchen aufgestellt. Hey, wait! I, the keeper of Black Wind Mountain, have long been waiting for your arrival. Ja, das sieht man. Eine ganz lange Zeit. Du siehst aus wie eine Kartoffel, die keimt. I'd say. Du hast nicht so viel Haar. Up ahead is Guan Yin Temple. Aha. Once it was bustling with worshippers. Before it was ruined by that fire. Ja, und bei dem vielen Tod. Ah. Then the temple was rebuilt. What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes?
Sagst du's mir, du bist sein Hüter. You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Ciao. Nette Unterhaltung. Good luck to you. Ja, ich werd's brauchen. Ihr seid beide gestorben? Cool. Wald der Wölfe. Und bald Wald der Totenwölfe. Ja, so sieht's aus. Der hatte Garn in seinem Darm. Oh, du hast eine coole Waffe. Krieg ich die? Du kriegst sie ja kaum hoch. Ist normal für Wölfe in deinem Alter. Nein, die Waffe ist auch verschwunden. Oh, Pilze. Die habe ich sonst immer nur an den Füßen oder an der Wand. Ja, ja, King Sirius. Hab dich verstanden. Sammeln. Enzian. Grün, 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 blüht der Enzian. Bist du auch ein Wolf? Nee, immer ein komischer Affe. Sieht aus wie ein bisschen der pinke Panther. Zumindest vom Schwanz her. Bist du hier unten? Okay, ich konnte nicht über die Felsding springen. Das finde ich schade. Oh, was ist denn mit dem Schiedel passiert? Kann ich sammeln. Der hat bestimmt richtig schönes Ohrmoos. Nee, der hat wichtige Gegenstände gehabt. Okay, da geht's im Moment nicht rein. Da muss ich wahrscheinlich noch nicht hoch. Eher mit den Pilzen. Pilz, Pilz, Pilz. Ein violetter Lingzi. Habe ich noch nie probiert in meinem Leben. Glaube ich. Oh, was bist du? Bist du ein Kaninchen? Ich mag Kaninchen. Komm her, lass dich töten. Oh, oh. Vorsicht! Der hat eine Waffe. Kann man den einfach nur so down kriegen? Ich finde die Taktik gar nicht so schlecht. Au, mach doch sowas nicht. Jetzt bin ich wieder dran. Weich aus. Weich aus! Ah. Ja, praktisch. Danke, kleine Kartoffel. Ich hätte ihn aber auch allein fertig gemacht. It's been a while, but the immobilize spell still works like a charm. Oh, deswegen ist es ein Spell, wenn es wie ein Charm wirkt. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. Rechts oder links? Lehmen. Ich weiß, was das macht. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Ja, das wird glaub nötig sein. Mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though dann geh lieber aus dem Weg. Boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. Dankeschön. The young ones these days know no manners. Fear not. Teach them a lesson with your new spell. Habe ich das gut gemacht, Meister?
Mein Meister ist stolz auf mich. Ah, ich bin da immer zu greedy. Leben wiederherstellen. Schmeckt es. Dann mal in Ruhe, Meister. Au, 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 au. Auf den Arsch, auf den Arsch. Pack ihn mit dem Schwanz ab. Oh, ein Geistfunke. Dann nehme ich gern an. Ja, Gesundheit ist auch wieder oben. So soll das, so soll das. Ich glaube, das war aber nur der Türsteher. Selbstbestimmung und Geistfunken. Selbstbestimmung öffnen, um Talente zu erwecken. Aha. B drücken. B für Talent. Weiter Holzstab. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Schienbeinschoner. Inventar. Aha, sehr schön. Ein Tagebuch. Eine Einstellung. Eine Selbstbestimmung. Stabhaltung. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Stabhaltung. Mystik. Vielseitige, ausgeklügelte Mystik sorgt für maximale Anpassungsfähigkeit. Also Fähigkeiten und Zauber. Verbessere deine Vitalität. Her damit. Ist das ein Skilltree? Und das auch. Und das auch. Und was ist das jetzt? Jede Talentstufe erhöht den Schaden an gelähmten Gegnern. Her damit. Wenn du deinen Gegner triffst, der durch einen leichten Angriff gelähmt wurde, wird die Dauer der nächsten Lähmung leicht verlängert. Oh. Jede Talentstufe verringert die Ausdauerkosten für Sprinten moderat. Jede Talentstufe verringert die Ausdauerkosten für Ausweichen moderat. Her damit. Ausweichen ist wichtig in dem Spiel. Na, müssen wir noch mehr Geister jetzt knüppeln. Wir brauchen die an Funken. Fette Kaninchen kommt her. Tja, da hast du recht. Die sind sehr gesprächsbereit, meine Feinde. Ich finde es ein bisschen weird, dass man nicht über so leichte anhöhen kann. Das finde ich nicht so gut. Also die Welt hat starke Grenzen. Zumindest jetzt im Moment noch. Und wirkt halt sehr linear, wie gesagt, in dem Moment. Kann ja sein, dass sich das entsprechend nachher öffnet. Würde ich mir zumindest wünschen. Ansonsten die Kämpfe sind echt... Hey! Nicht in mein Gesicht explodieren. Weg hier. Aha, ich bin lernfähig. Was haben wir da? Jade-Lotus. Ein cooler Name. Mensch, ich hätte so einen coolen Namen. Bin nur introvertiert. So, Gesundheit nach oben. Dann würde ich es zumindest ein paar Minuten länger machen. Ist da was? Nö. Nur eine Feldspalte. Wie gesagt, ich bin sehr angetan von Feldspalten. So. Oh, sind die Kaninchen schnell. Meine, die hinter mir sitzen, haben teilweise auch so einen Speed drauf. Hauptsächlich, wenn es Snacks gibt. Oh, jetzt leckt's aber. Jetzt nicht mehr. Ja, Performance muss noch gepatcht werden. Ich habe DLSS an und Frame Generation. Das sollte nicht so aussehen. Und halt sonst 4K Ultra-Einstellung. Also. Beziehungsweise alles auf Kinomodus. Da kann mein PC schon ins Schwitzen kommen. Was haben wir hier für Topfkunstwerke? Sind das eingelegte Salzgurken? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier? Meditieren. Ist das ein Speicherpunkt für mich? Sieht fast wie ein Speicherpunkt aus. Kann ich das Spiel nicht anders speichern? Vielleicht ist das aber auch, um die Region zu erkunden. Mehr weißt du schon so genau. Architektonisch macht das was her. Ich will nur wissen, was es mir bringt.
inneren Frieden hat's gebracht. Das ist sehr schön. Ah, Geistesfunke. Na wunderbar, dann wisst mal, geht schnell speichern mit F5. Hat mir nichts angezeigt. Einstellungen, kann ich das jetzt ein Spiel beenden? Hat mich jetzt nur interessiert. Okay. Dann darf ich endlich in meine geliebten Feldspalten gehen. Zumindest in die eine hier. Ja, ja, da nach oben hätte ich es auch noch geschafft. Buddha, servus. Mal ordentlich Buddha bei die Fische machen mit meinen Gegnern. Was haben wir hier? Froschstatue? Nee, kleine Buddha-Statue und großer Leck. Räucherwerk, natürlich. Wie macht er das? Einfach Haar raus, Stäbchen rein. Ah. Rasten, stellt deine Gesundheit vollständig wieder her und füllt deine Gurde auf. Gegner erscheinen erneut, okay. Wähle Zauber aus und entzünde Geistesfunken. Handle, ach so, ich dachte, das wäre Spielladen. Nee, handle mit Waren und tausche Geistesessenz. Außerhalb des Waldes einfordern, Gabe des Wegbereiters. Vorbestellergeschenk einfordern. Dankeschön. Laden. Kann ich was kaufen? Was gibt's da? Anti-Miasma-Puder. Steinseele. Garn. Ginseng. Schlangenkopfpilz. Enzian. Jojo. War das alles? Was haben wir hier? Winziges Goldstück. Bringt es Goldstücke zu verkaufen? 6 Stück für... Achso, da unten ist die Währung. Für knapp 600 Affendollar. Na gut, dann würde ich sagen, rasten wir. Meine Gurde muss eh... Selbstbestimmung. Geistesfunken neu entzünden. Na gut, wir haben ein. Kampfkunst. Jede Talentstufe erhöht die Angriffsreichweite des ersten leichten Angriffs erheblich. Vorwärtsbewegung beim Einsatz von Stabwirbel löst agiler Wirbel aus. Aha. Leben moderat erhöht und Ausdauer moderat erhöht die maximale. Erste Ausweichen flexibler. Ich würde sagen, erster leichter Angriff ist jetzt flexibler. So ist es halt. Die Firma dankt. Hey, Quick! You don't think you can just parade in, do you? Warum nicht? It's not that simple. Ich dachte schon. Let me transform you into a golden cicada, so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. Ich will keine Zikade werden. Nein! Kannst du mich nicht wieder in Pfirsich verwandeln? It might be humble. But my shrine is very versatile. Na, das sehe ich. Das bezweifle ich. Yay, ich bin ein fettes Insektending. Boop, boop. Hui. Affenhelikopter ist unterwegs. There are secrets galore. The cicada form, they help you explore. But beware, this form does not last forever. Should you find yourself lost, just follow my voice. Now, off you go. Ich bin doch schon weg. So, rechts sehen wir den Timer unten, wie lang wir ein Käfer sein wollen. Ich bin nur ein Insekt, was willst du von mir? Also die Truhe fand ich eigentlich cool. Ansonsten gibt's hier, boah, ein bisschen was zu schnitzeln. Hat der keinen Turbo-Modus. Nicht mal Loopings können wir damit fliegen. Ja, ich hab's versucht. Ging nicht. Vielleicht habe ich auch nicht die richtige Tastenkombination gewählt. How dare you interrupt my meditation?
Ich wag es. Oh. Another monkey, I see. Ja. Why don't you lay down your weapon and join me in God's mercy? Du siehst nicht so gut aus. Nein, danke. Hey, mit Feuer spielt man nicht. Kleine Bitch wird versohlt. Weg hier, weg hier. Au. Ihr habt gar keine Manieren. Au. Lass das mal, Kollege. Naja, krieg jetzt noch einen Tipp, dass ich ausweichen soll. Hör mal auf zu brennen. Gurde. Gurde, dank. Aha. Au. Wieso bist du so schnell? Halt die Klappe. Oh, oh. Ich krieg aufs Maul. Ich krieg sowas von aus dem Maul. Lass das. Oh, er hat's nicht gelassen. Ach je, ach je, ach je. Vier Flüche Resistenz. Vielleicht hätte ich das Leben moderat erhöhen sollen. Nicht erhören. Aha. Jetzt sind wir wieder hier. Kann ich nicht noch ein bisschen trainieren? Doch, jetzt kann ich reinlaufen. War wohl zu früh da. Vielleicht kriege ich ja irgendwas wie Feuerresistenz noch. Wäre nicht undankbar dafür. Die kriegen die Äxte echt nicht hoch. Wieso kämpft ihr dann damit? Die sind nicht gut für euch. Geistesfunke. Ja, da hast du recht. Ich hab zwar kein Wort verstanden, aber du hast bestimmt recht. Ich hab doch hier eine Truhe gesehen. Die interessiert mich im Moment am meisten. Hoffentlich ist diesmal da mehr Gold drin. Sammel ich. Hier mit dem Enzian. Ja, bitteschön. War die Truhe dann hier? Ja, ich glaube da. Bei dem Fetten steht's. Du hast hier ganz schön was aus, Dickerchen. Komm schon, aufladen. Gurde. Weiß noch nicht, wie man blockt. Oder parry. Das wäre auch relativ gut zu wissen. Ah, erstmal schau mal in die Truhe. Was haben wir bekommen? Winziges Goldstück und Medikament gegen Böses. Das ist immer schön, wenn sowas gibt. Blümchen für mich. Kein Blümchen für mich. Arschloch für mich. Nein! Das ist die beschissenste Blume, die ich je kennengelernt habe. Na gut, ich würde sagen, das reicht für den ersten Einblick. Das Spiel sieht echt klasse aus, wird aber tendenziell eher schwerer. Deswegen habe ich da auch kein Let's Play draus machen können, weil ich einfach so oft am ersten Boss gescheitert bin. Naja, aber es gibt Spieler, die sowas sehr gern mögen. Ich kann es leider nicht, aber wenn euch ein Souls-like-Spiel gefällt, sowas auf der Schwierigkeitsstufe von Elden Ring vielleicht ein bisschen schwerer, dann ist das Spiel auf jeden Fall für euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.